Wenn ein Familienmitglied stirbt, kann man ihn in Deutschland begraben, wenn sein Heimatland bedrohlich ist? Was ist mit dem Grab, das in Deutschland 25 Jahre gültig ist? Liebe Geschwister, ihr solltet wissen, und das ist eigentlich die Ansicht von allen vier Rechtsschulen, dass wenn jemand stirbt, dass er dort begraben wird, wo er gestorben ist. Wir haben heute Leute, der lebt 40 Jahre in Deutschland. Und kurz vor seinem Tode sagt er zu den Leuten, und er hat nicht nach dem Islam gelebt, er hat nach alles andere gelebt, außer nach dem Islam. Kurz vor seinem Tode sagt er zu seiner Familie, begrabt mich bloß nicht hier neben den Kuffar. Wie hat er selber gelebt, 40 Jahre lang? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Es ist so, dass man dort begraben wird, wo man gestorben ist, außer es gibt einen islamrechtlichen legitimen Grund. Dann ist das kein Problem, dass man in sein Heimatland gebracht wird, bi'idhnillah ta'ala. Zum Beispiel, es gibt hier keinen islamischen Friedhof, dann kannst du nicht die Person hier begraben. Wallahu ta'ala ala wa a'lam.